mich sehr heute, den Geschäftsführer der Stiftung der Himmelfahrt, ich sage mal der Abt, Martin Blach, begrüßen zu dürfen, beziehungsweise freue ich mich, dass er mich heute hier empfängt und sich Zeit genommen hat, mit uns oder mit mir fürs Kloster zu gehen. Corona-Kurs. Vielen Dank. Es ist mir eine besondere Freude, dich heute hier willkommen zu heißen. Ja, am 23. Juni 1988 fand das erste Konzert des Rheingau Musikfestes hier im Kloster Eberbach statt. Mit relativ beschaulichen oder überschaulichen Besuchern, nämlich ungefähr 500, 550. Das war sehr beeindruckend und für mich sehr aufregend, aber es war halt auch kein vom Besucherstrom her kein so großer Erfolg. Aber immerhin, es war das erste Konzert. Aber es hält sich hier dauerhaft das Gerücht, dass es auch mal Konzerte gab, wo der Intendant selbst die Stühle getragen hat. Das war bei diesem Konzert, da habe ich 2 Tage die Stühle getragen. Und zwar vom Dormitorium in einem VW-Bus, dem der Eigentum des Klosters Eberbachs, in dem immer 6 oder 5 Stühle reinpassten. Und ich musste 2000 Stühle stellen, obwohl wir nur 500 gebraucht hatten. Und ich dachte, das schaffte so in 3-4 Stunden, aber das hat 2 Tage gedauert. Aber es gab damals auch Zeiten, wo die Nase gerümpft worden ist nach dem Motto, um Gottes Willen, Konzerte in Kloster Eberbach, wie kann man denn nur? Und heute seid ihr gigantischer Bestandteil unseres Hauses. Hans Ambrosi, der damalige Geschäftsführer von Kloster Eberbach und vom Staatsweingut, stand voll hinter uns. Insofern hatten wir da eigentlich kein Problem mit. Und ich glaube, man kann ja heute auch sagen, was ihr über die Jahrzehnte an Mieteinnahmen hier ins Kloster getragen habt, ist ja auch hier wirklich immer wieder sichtbar. Also ihr seid ja auch Teil der Sanierungsmaßnahmen und habt wirklich mit dieser Spielstätte auch etwas Gutes getan für die künftigen Generationen. Ja, was hier in den letzten Jahren geleistet wurde an Renovierungsarbeiten und Wiederaufbauarbeiten, das ist schon phänomenal. Muss ich wirklich sagen, großes Kompliment an dich und großes Kompliment an die hessische Landesregierung, die von unserem Geld, vom Steuergeld, dieses Kloster ja wirklich total erneuert hat. Wunderbar, ganz fantastisch. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, es war eigentlich auch das eigene Risiko von dir als Intendant hier, dieses Wagnis zu geben und dann über diese über 30 Jahre Kloster Eberbach treu zu sein, dafür gehst du für ewig in die Annalen dieses Hauses ein. Wollen wir mal reingehen. Gerne. In die Anlage? Ja. Ja, hier in dieser wunderbaren Basilika von Kloster Eberbach finden traditionell jedes Jahr die Eröffnungskonzerte statt. Die Basilika ist schwierig von der Akustik, weil der Nachhall sehr groß ist. Wenn die Basilika aber gefüllt ist mit 1400 Gästen, dann ist der Nachhall fast weg. Ja, also für mich ist das auch immer hochemotional, diese Eröffnungskonzerte. Natürlich, weil ihr tolle Gäste habt, Prominenz der Region und darüber hinaus. Weil ihr Prominenz natürlich, wie du es eben gesagt hast, bei den Künstlerinnen und Künstlern habt. Das Beste der Welt kommt hier nach Kloster Eberbach, dank euch. Und ich sage immer, das ist eine Basilika von 1186. Und wenn diese Steine erzählen könnten aus den verschiedenen Jahrhunderten, natürlich von Leid, von Krieg, von Elend, von Krankheit, Vertreibung, Zerstörung. Und wenn sie dann diese letzten über 30 Jahre erzählen würden, was sie hier an hoher Kunst erlebt haben, diese Steine, dann glaube ich, wäre das ein großes Fest. Und ich glaube, das ist immer wieder für mich auch ganz besonders, wie das Rheingau Musikfestival mit diesen Mauern umgeht. Wir haben ja hier, wir sind eine Eventlokation als gemeinnützige Stiftung Kloster Eberbach. Unser Auftrag ist es, so viel Geld einzunehmen, dass diese Mauern belebt bleiben, dass sie unterhalten werden, dass sie in Betrieb sind. Und das ohne einen Cent Steuergeld. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und da dient natürlich auch die Einnahmen der Gäste des Rheingau Musikfestivals, der Sponsoren dazu, das wahrzumachen. Und ich glaube, dadurch haben wir natürlich ganz viele Kunden. Aber so wie dein Team, wie du mit diesen Mauern umgehst, ist es schon etwas sehr Besonderes und nicht selbstverständlich. Ja, da also das HR-Sinfonieorchester und der Andres Orozco Estrada das diesjährige Eröffnungskonzert nicht dirigieren konnte, hat das HR-Sinfonieorchester, also der Hessische Rundfunk, uns ein Benefizkonzert geschenkt, das hier stattfand. Und ganz erstaunlich, die Musiker saßen hier, wo normalerweise das Publikum sitzt, auch im gebührenden
Corona-Abstand. Und durch diese Einnahmen oder diese Spenden, die dort geflossen sind, konnten wir oder können wir viele Künstler, die dieses Jahr wirklich Not leiden, vor allen Dingen junge Künstler, die am Beginn ihrer Karriere stehen, finanziell etwas unterstützen. Und das hat bei mir den Eindruck gegeben, dass alles ganz normal läuft, weil ich kann von meinem Büro immer die Proben hören. Und in diesem Jahr, als dann das HR Symphonieorchester hier war und ich die ersten Klänge gehört habe, habe ich gedacht, ach, es ist doch wieder alles normal, Gott sei Dank. Aber es war ein Trugschluss, es war leider nur ein Abend. Ja, hier sind wir im Kreuzgang des Klosters Eberbach. Hier finden viele Open-Air-Konzerte statt. Das Beeindruckendste, wenn ich das mal so sagen kann, ist immer die Mozartnacht. Der erste Teil findet hier im Kreuzgang statt, der zweite Teil in verschiedenen Räumen des Klosters, in der Basilika, im Dormitorium und in dem wunderbaren Hospitalkeller. Und der Abschluss dann wieder hier im Kreuzgang. Dieses Jahr leider konnte hier nichts stattfinden. Wir hatten aber ein Streaming-Konzert mit dem Württembergischen Kammerorchester und mit einem kleinen kubanischen Ensemble. Und diese Sarah Willis hat das Ganze moderiert, das ist die Mistin der Berliner Philharmoniker. Dieses Konzert ist seit ungefähr 2 Wochen im Internet zu sehen und hat eine enorme Wirksamkeit und eine enorme Einschaltquote. Wir wissen natürlich nicht, ob die Gäste sich das ganze Konzert anschauen, aber die Klicks, die gehen in die Hunderttausende, wenn nicht in die Millionen. Fantastisch. Diese Konzerte finden eben statt im Kreuzgang. Das ist neben der Basilika, wo wir eben waren, quasi das Herz dieses Klosters, wo die Mönche, das ist ja ein Zisterzienserkloster gewesen hier, also die Zisterzienser, die ein Schweigegelübde ablegen, die dann also hier schweigend gewandelt sind. Und nachdem die Mönche hier vertrieben worden sind, 1803, wusste damals der Herzog von Nassau, der dieses Kloster quasi zugeschlagen bekommen hat, gar nicht, was er mit diesem Kloster anfangen soll. Er hat als erstes mal die Mönche vertrieben und sich dann gesagt, ich kann zwar mit dem Gebäude nichts anfangen, aber ich brauche Baumaterial in meinem Schlosspark in Wiesbaden. Hat angefangen, den Kreuzgang abzutragen. Und noch heute sind diese Steine zu sehen in der Moosburg, im Biebricher Schlosspark. Und wir haben eben im Rahmen der Sanierung gesagt, wir bauen ihn eben nicht wieder auf, sondern wir wollen es auch als ein Mahnmal halten, wie verrückt Menschen sein können, was sie dann Kulturgütern antun. Und so ist es auch in jedem Konzert, dass man hier sitzt, wunderschöne Musik hört und trotzdem sich immer wieder bewusst ist, wie die Generationen mit Kultur teilweise vor uns auch umgegangen sind. Ja, wir sind hier im Mönchsdormitorium, also dem Schlafsaal der Mönche. Der wird normalerweise vom Festival nur als Garderobenraum benutzt. Aber dieses Jahr fand hier auch ein Konzert statt, nämlich von Magenta Musik. Dieses All About Mozart wurde quasi hier und später noch mal im Kreuzgang aufgenommen. Und es ist eine tolle Atmosphäre. Und es ist eigentlich schade, dass wir das nicht als Konzertsaal benutzen. Ja, in der Tat war es der Schlafsaal der Mönche. Und er ist weltweit bekannt geworden durch den Film Der Name der Rose. Und vielleicht noch ein kleiner Sidekick. Wir haben unglaublich viele Schwalben im Kloster, gerade bei den Kreuzgangkonzerten. Musizieren die eigentlich mit. Und das ist auch so eine Heimstatt hier, dass sie dann teilweise hier Flugübungen machen. Das ist auch immer jeden Sommer sehr, sehr bewegend. Zu Kloster Eberbach gehört eigentlich das Rheingau Musikfestival und die Schwalben in jedem Sommer. Ja, hier sind wir im Laiendormitorium. Hier haben die Brüder, also keine Priester, geschlafen zur Zisterzienserzeit. Hier hatten wir früher viele Konzerte veranstaltet. Mittlerweile machen wir nur kleinere Kammerkonzerte hier und dieses Jahr wird es benutzt, dieser wunderschöne Raum, für das Rheingau Literaturfestival. Denn hier können wir um die 150 Personen in dem zugeordneten Hygieneabstand sitzen. Insofern werden wir dieses Jahr 6 oder 7 Lesungen hier im Laiendormitorium im Kloster Eberbach machen. Ja, lieber Michael, und hier siehst du, was eben das Rheingau Musikfestival auch für die Region macht und für Kloster Eberbach im Speziellen. Das ist unsere Spenderinnen- und Spendertafel für Hortus Ludi. Das ist eine Kindererlebniswelt für
Kinder, Erwachsene, jung gebliebene, also wenn der Intendant Lust hat, hier gleich noch das Kloster nachzubauen. Muss mal Schippchen geben jetzt. Genau, dann ist das hier machbar. Also hier sehen Sie, ich führe einfach mal ein bisschen rum. Michael, hier hast du den Grundriss des Klosters im Sand und dort sind kleine Bausteine. Und da ist eben so gedacht, dass die Kinder hier das Kloster nachbauen können mit diesen Steinen. Ja, das ist eben kein 0815 Spielplatz oder Erlebniswelt, sondern auch, wie ihr uns kennt, eben in Eberbach hochwertig und nachhaltig und mit tollen Materialien. Einfach super. Danke dem Rheingau Musikfestival. Ja, lieber Michael, das ist eigentlich wie dein Wohnzimmer hier, ja. Die Schatzkammer von Kloster Eberbach. Mein Jahrgang wird sicher hier sein. Mit ganz extremer Sicherheit haben wir den Jahrgang Anfang 1950 hier auch für dich, von deinem Geburtsjahrgang. 49. Ja, genau. Eine Schatzkammer mit dem ältesten Wein von 1706 und eine Weinsammlung, wie es sie auf der Welt kein zweites Mal gibt. Dann im 19. Jahrhundert wirklich regelmäßig die Jahrgänge gesammelt. Und heute, und das ist, finde ich, immer wieder besonders berührend, ist es so, dass wir immer wieder 400, 500, 600 Flaschen in diese Schatzkammer geben. Und wir wissen, dass diese Generation die nicht mehr trinken wird, sondern das ist eine Einlagerung für die nächste Generation. Ja. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Kunst. Wenn ihr hier eure Konzerte gebt und wir wissen, was sich hinter diesem Gitter verbirgt, geht einem wirklich auch das Herz auf. Ja, wir benutzen ja diesen wunderschönen Hospitalkeller im Rahmen der Mozartnacht. Hier findet dann Kammermusik statt, hier finden Klavierabende statt und auch Quartette, Streichquartette spielen hier. Und es ist einer der schönsten Räume, ich hätte den wirklich gerne als Konzertsaal. Es ist einfach ein historischer Raum, der wahrscheinlich auch so bleibt. Hier sind ja Fässer drin, wo das ja früher ein Hospital war, nicht ein Krankenhaus. Das Hospital war früher total weiß und hell. Ja, Licht durchflutet, es waren Pilger hier, es waren auch Kranke hier. Vorsicht. Und mit dem Boom des Weinbaus brauchte man eben auch dann Lagerstätten für den Wein. Und deswegen hat man dann hier diesen Keller genutzt, um Wein auszubauen. Und da hinten dieses wunderschöne Fenster, was Sie da sehen, da geht man davon aus, dass in dieser Nische auch wirklich Gottesdienste gefeiert wurden. Und wenn jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses kleinen Videos auch noch riechen könnten, dann würden sie diesen wunderbaren Duft, weiß ich, wie würdest du ihn beschreiben, Michael? Dieses, ja, dieses typische Kellergenuss. Es riecht hier nach Wein, es riecht nach Früchten hier, nach Aprikosen und es riecht nach Riesling. Ja, absolut. Den gönnen wir uns jetzt noch als Belohnung. Ja, lieber Martin, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir uns nächstes Jahr um diese Zeit hier treffen, dass dann wieder hier voller Betrieb ist. Das heißt, dass wieder Konzerte hier stattfinden. Das ist unsere Hoffnung und auf alles andere müssen wir warten, was die Zukunft uns tatsächlich bringt. Also ich danke für den Besuch, für das Interesse und kann nur sagen, selbst wenn es nicht so ist, das Festival hat hier wunderbare Freiflächen. Wir haben Alternativmöglichkeiten, wenn sich in 21 noch nicht wieder etwas in den Räumen machen lässt. Für euch machen wir sehr, sehr viel möglich. Danke dir für den Besuch und ich sage, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.